Hallo, wir machen heute gemeinsam Glücksbringer aus Filz. Wir brauchen dafür einen Karton, eine Lochzange, dicken Filz, Spagat, Holzperlen, eine Nadel, einen Stift, einen Faden, eine Schere fürs Papier und eine Stoffschere. Viel Spaß beim Nachbasteln! Im ersten Schritt malen wir die Formen auf einen Karton auf. Danach schneiden wir die Formen aus. Als nächstes übertragen wir die Vorlagen auf den Filz und schneiden auch diese aus. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit der Lochzange auch ein Muster in das Schwammerl stanzen. Anschließend kleben wir den Pilzkopf mit einem Bastelkleber auf den Stiel. Das Kleeblatt verschönern wir mit einem Zierstich. Danach machen wir mit der Lochzange noch Löcher für die Aufhängung, fädeln die Schnur durch und verzieren sie mit einer Holzperle. Zum Schluss verknoten wir den Spagat und schneiden die überschüssige Schnur ab. Unsere Filzanhänger sind jetzt fertig. Ich hoffe, sie bringen uns im nächsten Jahr viel Glück.